Willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen CSGO Overwatch. Auf das 2 hat er Skins, ich weiß es nicht. Falls nicht, ist es ein Hacker, das ist ganz klar. Das ist klar. Ja, schön, dass ihr da seid. Eigentlich, oder bald, sollte ein neues Mach-Spaß-Video kommen. Eigentlich heute. Aber ich habe es nicht geschafft, es für heute fertigzustellen. Ich will ja noch so ein bisschen dann rumeditieren. Und darum mache ich mal wieder ein Overwatch. Ist ja auch schon länger nicht mehr vorgekommen. Na komm. Also, auf Long sind 3. Sind die letzten 3 Tees. Mal schauen, was das Suspect jetzt macht. Wie sieht's eigentlich aus, Stat-mäßig bei dir? Aha, 3-3, vollkommen in Ordnung. 3-0 für die, für die Gegner. Mal schauen. Meine Maus flackert darum, weswegen er jetzt reported wurde. Vielleicht sogar nur wegen Kacke labern oder sowas, was ich nicht überprüfen kann. Ich kann leider den Chat nicht hören oder lesen. Mal gucken. Mal gucken, was es ist. Ich bin immer noch etwas erkältet. Tagsüber ist die Erkältung eigentlich so gut wie nicht vorhanden. Das kennt man ja. Aber nachts, wenn man sich dann hinlegen will. Okay. Dann fuckt es ziemlich ab. Hm, Monsieur. Irgendwie, da ist da was. Ha! Also, da hat er doch ganz sicher eher nach links geschossen. Dann ging er auf einmal rein. Wir schauen mal, wo er jetzt hingeht. Was treibt er denn? Glaubt ihr, er wisst, wo der Gegner, er weiß, wo der Gegner ist? Wisst ihr es? Pass mal auf, was er jetzt macht. Was würdet ihr sagen? Ich weiß nicht, was ich letztes Mal gedrückt habe. Ich habe es leider vergessen. Oh, oh, dieser Lurch. Dieser verschissene Lurch. Boah. Ich hoffe, dass er noch gedrückt... Schade, schade. Es wäre so edel gewesen, hätte der CT jetzt noch gefressen. Habt ihr schon eine Vermutung? Eine kleine Vermutung? Eine große Vermutung? Wie auch immer. Also ich hatte doch schon so ein ganz kleines, aber feines Spürchen aufgenommen. Aber pass auf, die gehen wieder, schon wieder gehen 3 lang. Bombe geht lang. Der Mitte-Kill war, Long. Sind, einer ist noch bei, da bei ihm, ne, bei Mitte. Und zwei sind auf, drei, zwei auf Long. Was macht er jetzt mit denen? Klabustert er die weg, oder? Der Mitte ist auch noch ganz close bei ihm, ne, wie man da auf der Karte sehen kann. Der braucht nur zu ihm zu kommen, dann ist er weg. Bombe geht jetzt auch auf Mitte. Was würdet ihr sagen, wie er sich so verhält? Also, wie er so aimt, wie er so guckt, in welche Richtung er schaut und so weiter und so fort. Übrigens, diese Woche, ich sag's noch mal direkt hier auf YouTube, fällt das 99 Damage Spiel aus, weil die Liga gerade irgendwas an ihren Servern schraubt. Ich weiß nicht, was sie da gerade machen, also ob sie es verbessern oder irgendein Server-Problem beheben wollen oder möchten. Die Performance war im letzten Spiel eigentlich... Es ging. Also es sind schon wirklich die schlechtesten Server, auf denen ich sonst spiele. Also selbst wenn ich mit Matchmaking vergleiche, habe ich auf den Servern die schlimmste Performance. Auf den die besten Server sind für mich die eSportal-Server. Da rennt es richtig. Ja, also von den Netgraph-Daten halt. Vielleicht machen sie da irgendwas, vielleicht schaffen sie sich neue Server an oder beheben vielleicht ja möglicherweise ein Problem, das die ganze Zeit erzeugt. Kann sein. Mal schauen. Irgendwie schade, weil es halt jetzt so schön angefangen hat für uns. Wir haben ja das erste Spiel direkt gewonnen oder gegen das erste Team direkt gewonnen und freuen uns da eigentlich jetzt aufs Weiterspielen und da wird man so ausgebremst. Naja, aber wenn ein Problem auftritt, also mittendrin in der Season, dann können die auch nichts dafür, dann ist es halt einfach so. Was macht da jetzt der Lowbob hier? Geht Richtung Long. Bombe geht Mitte. So, die Bombe müsste jetzt eigentlich auch angesagt sein von dem Mittelspieler. Er schaut nach wie vor auf Long. Seine anderen beiden, 3 Mates sind halt auf Mitte, dümpel darum. Kommen jetzt langsam zu A. Was schätzt ihr, was es für eine Elo ist? Die Bombe wurde höchstwahrscheinlich mit Upper Mid angesagt. Das haben wir eigentlich auch mal erwähnt, dass wir das immer mal wieder einschätzen wollen. Auf was für eine Elo hier gespielt wird. Oder welche Elo gezeigt wird. Ich würde sagen, jetzt nicht von ihm aus, sondern von den Mates aus, wie gespielt wird, wie die Gegner spielen und so weiter, würde ich eher so auf, ja, vielleicht Gold 2 oder so. Könnte das hinkommen. Wie die sich alle so verhalten, wie die Teamdynamik so ist. Und möglicherweise auch die Ansagen daraus. Sag bloß, der wartet da jetzt echt. Komm schon. Okay, jetzt wartet. Na, also, es geht doch. Sehr, sehr schön. Ach ja, und hier auch nochmal die Frage. Im Moment ist ja jetzt das Knife wieder zu Ende gegangen. Ne? Das Knife Giveaway auf Twitch ist jetzt ja rum. Und jetzt war dann die Frage:
die ich schon ein paar Mal gestellt habe, soll ich einfach direkt wieder Knife raushauen, beziehungsweise besorgen? Oder lieber mehrere kleinere Skins? Wobei kleiner jetzt nicht halt heißt 3 Cent, sondern so in Richtung 5 bis 15 Euro oder sowas. Und davon einfach mehrere Skins, die so ungefähr diesen Wert haben. Es gibt ja so viele sehr, sehr geile Skins, die noch nicht mal viel wert sind. Und da hat der Großteil auf Twitch wünscht sich da auf jeden Fall lieber mehr Dinge, also mehrere kleinere Sachen wie Knife, weil wir halt auch ständig Knives raushauen und das irgendwann langweilig wird. Und so halt auch immer nur einer dann eine große Sache bekommt und der Rest in die Röhre guckt. Wenn wir dann meinetwegen fünfmal was ist ein guter, also eine Aquamarine Revenge vielleicht und irgendeine geile M4, vielleicht eine AWP, nochmal irgendeine AK. Ich weiß nicht, wie die Skins so im. Wie liegen die Point Disarray im Preis? Ich glaube auch bei 5 Euro oder sowas oder bei 10 halt. Solche Sachen wären doch sicherlich auch cool. Eine Cyrex, eine USP oder auch M4. So in diese Richtung gehend. Dafür haben sich die Leute im Stream ausgesprochen, dass sie das gerne hätten, dass ich mehrere Skins besorge als nur einen großen. Eigentlich ist das so eine bessere Umschreibung. Lieber mehrere Skins als halt eben nur einer. Ja. Ich werde einfach mal schauen. Ich werde einfach mal gucken, was ihr jetzt hier auch noch so schreibt. Vielleicht mache ich noch eine Abstimmung mit rein. Und dann vergleiche ich das mal mit den Daten aus den Streams. Und kann dann da vielleicht besser eine Entscheidung fällen. Weil das wäre jetzt halt soweit. Eigentlich würde ich gerne morgen schon. Oh, hat er nicht abgedrückt. Ich würde eigentlich gerne morgen schon das nächste Giveaway dann starten können im Stream. Ja, naja, muss man halt mal gucken. Und dann auch auf YouTube natürlich, was da als nächstes gemacht wird. Oh, Monsieur. Oh, den hat man doch jetzt etwas früher gesehen sogar, oder beziehungsweise länger. Warum schießt er da nicht drauf, der Gauner? Komm schon. Na? Seid ihr euch immer noch sicher mit der Annahme, die ihr am Anfang des Videos getroffen habt? Denkt ihr immer noch, dass er dies oder das hat oder gar nichts oder wie auch immer? Und da hat sie sich während des Zuschauens jetzt hier schon verändert. Meine Nase geht gerade so eklig zu, beziehungsweise fühlt sich so ganz komisch trocken an. Das ist irgendwie unangenehm. Guck mal, die nehmen die Bombe nicht auf. Die haben auf A eingelegt. Bombe ist jetzt erst wieder gepickt, kommt dann Short durch. Der andere dümpelt bei B rum. Also so richtig viel, so richtig viel. Ach, ich will gerade durchschalten. Kann ich? Nee. So richtig viel Absprache kann da ja nicht dabei sein. Guck mal, ich zeige euch jetzt hiermit einfach drauf, wohin ich gucke. Weil die Maus einfach immer so abgeschlackert ist. Oh. Oh, da wurde er gelegt. Da wurde der Kollege von ihm da oben links gelegt. Jetzt müssen sie ran. Bombe liegt. Jetzt bin ich gespannt, ob er da immer noch die AWP behält oder vielleicht auch. Man hat ihn, glaube ich, gehört eben. Schauen wir einfach mal nach den Stats. Aha. Okay, soweit zu den Stellarinis. Suspect. Wie sieht's? Ach so, wie sieht's mit Skins aus? Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Nur um den Spaß. Ihr wisst ja, das ist natürlich nur ein Spaß, wenn ich sage, dass jemand auf jeden Fall cheatet, wenn er keine Skins hat. Ist natürlich Quatsch. Aber trotzdem hat er einfach mal noch, um das zu erwähnen, gar keine Skins. Es geht alles noch weiter, weil er die Waldfee. Wir nehmen hier schon ewig auf. Gefühlt für ein Overwatch ist das schon echt lange. Letztens habe ich wieder einen Wingman gehabt. Das habe ich euch aber dann nicht hochgeladen, weil es letztendlich so scheiße war. Das ging irgendwie 3 Minuten oder sowas. Das ganze Overwatch, ohne Spulen, also ohne vorzuspulen, 3 Minuten dann was durch. Die normalen gehen eigentlich, ja, obwohl so 8 Minuten kommen schon ganz gut hin. Aber sonst ist dann auch irgendwann wieder Schluss. Ah. Warum priorisiert er denn jetzt da unten? Sehr gut, Terroristen. Sehr, sehr schön. Da hat er die Nase voll bekommen. Komm, press mal ein bisschen vor. Oh. Er hat noch 100 HP, okay. Wie er zittert beim Ballern. Er zittert sich voll einen ab, der Kerl. Kommt jetzt der Nate geflogen von Long, von Mitte? Da kommt nichts. Der Heron läuft da unten rum bei Tunnels und er dümpelt da wieder vor sich hin. Wahnsinn, diese Dümpelung, die er anstrebt, ist echt krass. Guck mal, guck mal auf die Uhr. Der kann doch nicht, wenn er in einem Overwatch ist, so lange da rumstehen. Die CTs stehen jetzt zumindest mal schön da. Also haben wir jetzt eine fa fast ganz gute Aufstellung. Nur noch die Bombe ist oben beim T-Spawn. Er hat kurz nicht gerafft, woher der Schuss kam.
Obwohl man den Donnergroll noch von da oben hat hallen hören, glaube ich. Und ich nehme an, ich höre exakt dasselbe wie die Spieler. Oder gibt es da vielleicht auch nochmal eine Demo-Abweichung? Das weiß ich nicht. Wir wissen ja auch, dass es in Demos oftmals anders aussieht als im wahren Spiel, was schon mal ein bisschen kacke ist, wenn man das mit einbezieht in seine Überlegungen. Aber ich hoffe, dass der Sound zumindest normal ist. Guck mal, wie der da hochschleicht. Der Drecksack. Was hat er denn jetzt vor? Der letzte Tee. Klar, er will die AWP mit übernehmen, während er überlebt. Und die nächste Runde mitsnacken und da ist er down. Oh mein Gott. Was hat er denn jetzt gemacht? Jetzt gibt 100 pro dicken Flame von den Mates. Bitter. Bitter für ihn. Vor allem, wenn man halt schon so eine Klatsche gedrückt bekommt. Muss ja mal überlegen, wie die Stimmung hier unten in dem Team ist. Ne? Wenn du da so jemanden hast, der ganz klar ausreißt aus dem Rest der Truppe, dann. Ja, da ist die Stimmung auf dem Tiefpunkt und dann schmeißt man noch die AWP weg. Obwohl er ja schon safe war, ne? Die Zeit war ja praktisch schon abgelaufen. Na, schafft er das? Ich meine, das sind jetzt auch keine unmöglichen Schüsse, die er da macht, jetzt hier speziell. Boah, letztens in dem Spiel, wisst ihr noch im Stream, wo ich den einen. Wo habe ich denn da gebankt? Ich war bei Cash als CT in Z gestanden, im Connector und guck auf Mitte. Mit AWP. Und einer der Tees wurde hochgeboostet auf den Boost halt, ne? Und schießt mich an. Ich gehe zurück, Visier an, und schieß ihm durch meine Mauer, die in Z ist. Also ich stehe direkt vor der Mauer, schieß und drücke ihm den Headshot rein. Das war ganz schön dreist. Also das war halt, ja, einfach gehofft, dass er reingeht und ungefähr in die Richtung gepeilt. Daraufhin dann auch nochmal später durch die Wand mit einer Deagle, glaube ich, und auch mit einer AWP. Da haben dann schon alle geschrieben, Alter, du musst jetzt aufhören. Also, ne, versuch's am besten gar nicht erst. Weil man Angst haben muss, dass man gebannt wird. Ich meine, wenn der Rest gut aussieht, wir haben dann gesagt, das passt schon. Ich habe generell recht stabil gespielt und wer jetzt nicht auf beiden Augen blind ist, sollte sehen, dass es halt ein guter Spieler ist, der dann sowas auch mal macht, auf so einen Versuch geht und ihn halt trifft, ne? Aber trotzdem kriegt man direkt Schiss. Man kriegt sofort Schiss und denkt sich, fuck, wenn ich jetzt noch so ein Ding raushaut, dann habe ich drei überkrasse Wackshots mehr oder weniger. Und wenn das jemand sieht, der nicht viel Erfahrung hat und den Rest nicht einschätzen kann, der wird dann sagen, dass es ein Cheat ist. Und dann ist man schon genudelt, ne? Und da muss man sich selbst runterregeln. Eigentlich traurig, dass es halt so weit gekommen ist, dass jemand, der unbescholten ist, Angst haben muss. Aber ja, naja. So, was würdet ihr hier sagen, Leute? Ich drücke jetzt dann gleich wieder irgendwas, vielleicht auch nichts. Und dann klären wir im nächsten Video, was wir alle so gedrückt haben. Ne? Ich mache euch auch wieder eine Abstimmung rein, wenn ich es nicht vergesse. Ich vergesse es bestimmt nicht. Ich mache eine Abstimmung rein. Haut rein, Leute. Hier beim Kommentieren sei auch wieder gesagt, wer hier schön mitkommentiert, gibt es natürlich auch wieder einen Skin, ne? Zu gewinnen, rauszuhauen. Macht's gut. Bis morgen. Livestream. Ciao, ciao.